Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Hammerl sein Videoblog. Es freut mich sehr, dass einige von euch unter der Woche mir ihre Fragen geschrieben haben und wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Und zwar von Wolfgang Urban. Er möchte wissen, warum ich bei meinem Videoblog ein Whisky trinke und kein Bier. Nun, ich habe in Schottland studiert. Dort war ich stolzes Mitglied der Water of Life Society, bin da ziemlich auf den Geschmack gekommen. Heißt aber nicht, dass ich nicht hin und wieder auch ein kleines Bier trinken würde. Aber heute trinke ich einen Whisky und zwar einen Tomatin. Ganz eine feine Geschichte. Aber bevor ich den ersten Schluck nehme, schauen wir uns die nächste Frage an. Die Birgit möchte wissen, was ich für Ideen zur Vereinfachung und Digitalisierung im Gesundheitswesen habe. Nun, grundsätzlich einmal sind da eine ganze Reihe von Dingen denkbar. Die Digitalisierung eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten und ich stelle mir jetzt zum Beispiel einen Dialysepatienten vor. Der hat heute große Probleme, wenn er zum Beispiel in Urlaub fahren möchte oder wenn er beruflich irgendwo verreisen möchte, dass er dann dort vor Ort entsprechend seine Dialyse terminieren kann. Jetzt stellt man sich vor, man hätte eine Smartphone-App, der gibt ein, von da und da bin ich dort und dort und dann wird der Rest automatisch für ihn organisiert. Das heißt, er kriegt dann die Meldung, bitte kommen Sie um so und so viel Uhr dann in dieses Krankenhaus, Ihr Dialyseplatz ist für Sie dann vorhanden. Das waren natürlich Sachen, die ganz toll sind. Das nächste war zum Beispiel Thema Medikamentenmanagement. Also dieses Ganze mit Papier, Rezepten und so weiter ist ja doch ein bisschen vielleicht, naja, kann man vielleicht ein bisschen vereinfachen, gerade bei Leuten, die also regelmäßig dieselben Medikamente brauchen. Ich möchte bloß an dieser Stelle zwei Sachen so ein bisschen zum Bedenken geben. Erstens will ich tatsächlich, dass mein Smartphone, ja, also das heißt Apple oder Google, meine Gesundheitsdaten bekommt und oder wie kann man das vielleicht verhindern? Also das Thema Datenschutz ist gerade im Gesundheitswesen kein unwichtiges und das zweite ist, es kann nicht sein, dass man hier zur Service neue Dienstleistungen aufbaut, die dann nur einer bestimmten Gruppe zur Verfügung stellen. Wir haben im Augenblick das Problem, dass der Ausbaustandard für die Netze in der Bundesrepublik Deutschland unglaublich unterschiedlich sind. In der Stadt habe ich schnelles DSL, ich habe dort entsprechend ein schnelles Mobilfunknetz und am Land, wie schaut es da aus? Also das kann es nicht sein. Und da war die Bundesregierung und auch die Landesregierung entsprechend gefordert, hier mal richtig Gas zu geben, um den Netzausbau voranzutreiben. Die nächste Frage ist vom Philipp Seitz. Der Philipp möchte wissen, wie stehe ich zu der Absenkung des Wahlalters? Nun, die derzeitige Regelung, dass man also mit 18 wählen darf, ist ja in gewisser Weise eine willkürliche. Man argumentiert, ab diesem Alter sei man also in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, man gilt als erwachsen. Ich meine, ich bin der Meinung, man könnte durchaus auch, so wie man es beim Führerschein gemacht hat, überlegen, ob man das Wahlalter absenken sollte. Viel wichtiger, das ich aber persönlich finden, dass man den jungen Menschen die Gelegenheit gibt, Demokratie zu üben und auszuüben. Ich war selber jahrelang Schülersprecher. Und wenn man nicht gerade einen Schulleiter hat, der guten Willens ist, dann hat man überhaupt nichts mit zum Schmerzen. Und da frage ich mich schon, wie kann man erwarten, dass also junge Leute mit 18 auf einmal mustergültige Demokraten sind und dann vorher darf es nie mitentscheiden, nie mitreden. Und da glaube ich, dass man also wirklich die Schulen demokratisieren sollte. Man sollte den gewählten Vertretern der Schülerschaft dieselben Rechte einräumen, wie zum Beispiel ein Betriebsrat oder ein Personalrat in der Firma. Warum denn nicht? Bitteschön. Also, da glaube ich, war sehr viel Luft nach oben. Der Philipp möchte auch wissen, wie stehe ich zu Volksbegehren auf Bundesebene? Nun, da habe ich eine relativ dezidierte Meinung. Und zwar, unser Land ist aufgebaut, ist gut gefahren mit der repräsentativen Demokratie. Ich glaube, dass gerade auf Bundesebene ein Volksbegehren nicht unbedingt das Allerbeste ist. Warum? Bei einem Volksbegehren muss ich
Man schaut sich bloß den Brexit an. Eine komplizierte Sache auf Ja oder Nein eindampfen. Und das wird oftmals der Sache nicht gerecht. Und ich sage es jetzt ganz ehrlich, angenommen, das war jetzt möglich, man hätte ein Volksbegehren auf Bundesebene und man hätte so eine kleine Splitterpartei, die sagt, wir haben zwar kein politisches Programm und auch keine richtigen Ideen, aber wir fordern jetzt einmal per Volksentscheid die Abschaffung der Mineralölsteuer. Kriegt sofort eine Mehrheit in Deutschland. Aber war das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Unsere Demokratie ist aufgrund ihrer ganzen Struktur darauf ausgelegt, dass man Kompromisse findet. Es ist ganz selten, dass man eine absolute Mehrheit hat. Das heißt, man muss immer austarieren die unterschiedlichen Interessen. Damit vermeidet man extreme Meinungen. Extrem schlechte, genauso übrigens wie extrem gute. Aber der Kompromiss ist dann tragfähig und trägt zur Stabilität unseres Landes bei. Und deswegen würde ich also nicht gerne auf Bundesebene Volksbegehren haben, weil es einfach dann ein Ja oder Nein ist und der Kompromiss eigentlich nicht möglich ist. Also sehe ich sehr kritisch, auf kommunaler Ebene ein tolles Instrument, da kann man wirklich einmal sagen, will ich das oder will ich das nicht, aber auf Bundesebene würde ich davon eigentlich nichts halten. Die nächste Frage ist vom Il Fratello, der hat mir geschrieben, er möchte wissen, wie kann man regionale Produkte besser in den Supermärkten platzieren. Soll man da als Politik eingreifen und sagen, 10% der Produkte beim Lidl, beim Aldi, beim Real müssen aus der Region stammen? Ich glaube, das gesetzlich regeln zu wollen, ist eine schwierige Sache und ist auch nicht zielführend. Meines Erachtens war viel besser, wenn man ein ganz gezieltes Förderprogramm auflegt für Regionalmarketing. Das heißt, Erzeuger sollen sich zusammenschließen, sollen eine Erzeugergemeinschaft, eine regionale Marke machen und wer das gut macht, wer da möglichst viel unter einen Hut kriegt, der bekommt ordentlich Fördermittel und kann so seine regionalen Produkte entsprechend in den Supermärkten platzieren und vermarkten. Weil das ist ja eigentlich das Problem, dass die regionalen Anbieter im Vergleich zu den Großkonzernen bei weitem nicht das Budget und die Möglichkeiten haben, ihre Produkte entsprechend zu vermarkten. Die letzte Frage ist vom Tom Markus. Der Tom Markus möchte von mir wissen, wie schaut die Zukunft des deutschen Rentensystems aus? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Tom, was hältst du davon, wenn wir diese Frage in einem eigenen Videoblog beantworten? Weil ich glaube, das ist so wichtig und das ist so umfangreich. Das machen wir ganz einfach in der dritten Ausgabe vom Hammerl sein Videoblog nächsten Sonntag. Ich wünsche euch und Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Ich sage erst einmal Prost. Probieren wir nochmal. Also feine Geschichte. Wir sehen uns wieder bei der dritten Ausgabe vom Hammerl sein Videoblog. In diesem Sinne, habe die Ehre, Servus.